Real Fishing. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Person hier neben mir kennt ihr schon, das ist der Roman von Fishing Ghost und er hat uns an den Starnberger See eingeladen zur Mission Meterhecht am Starnberger See. Wir sind also auf Großhechtjagd hier am Starnberger See. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich mehrere Trips zusammenschneiden. Das wird uns dann wahrscheinlich doch ein bisschen Zeit kosten, bis wir dann den wirklich Großen erwischen. Aber der Roman hat dieses Jahr schon richtig dick Erfolg gehabt. Ihr habt unseren ersten Trip ja schon gesehen. Wenn nicht, schaut ihn euch hier oben nochmal an nach diesem Video. Aber der Roman hat mittlerweile einen 1,24er, einen 1,8er und einen 1,7er gefangen, also richtig fette Hechte. Und ja, wir wollen mal schauen, dass wir euch in diesem Video früher oder später dann auch eine Meterhecht präsentieren. Wir schleppen diesmal ein bisschen anders als letztes Mal. Wir sind heute nur, oder wahrscheinlich alle drei Trips, nur im Freiwasser unterwegs. Hier stehen sie aktuell wirklich ganz, ganz flach auf 3 bis 5 Meter. Jetzt ist der See gerade ein bisschen aufgeheizt. Es war Gott sei Dank Gewitter die letzten Tage, dass es ein bisschen durchgemischt hat hoffentlich und dementsprechend auch zum Erfolg führt. Es muss ja nicht gleich heute sein. Absolut nicht. Aber es muss auch kein Schneidertag sein. Es muss kein Schneidertag sein, was heute ein bisschen anders ist als noch beim letzten Mal. Wir machen heute nicht den wir angeln, bis wir nicht mehr können, sondern wir sind jetzt so gegen 5 Uhr rausgefahren, also wirklich die Abendstunden, die gerade im Sommer, wo es richtig heiß ist, die wirklich besten Stunden sind, weil es dann eben abkühlt und dann die Hechte nochmal das Fressen anfangen. So ist es. Und ja, da bauen wir schon große Stücke drauf, vor allem auf den Wetterumschwung jetzt. Vielleicht knallt es schon richtig heute, wäre echt mega. Ja, vor allem wenn die Sonne untergeht und die Lichtverhältnisse ein bisschen schlechter werden, dann merken die Hechte natürlich, werden nicht mehr so leicht von den Beutefischen gesehen und kommen dann nochmal sehr aktiv zum Jagen raus. Schauen wir mal, Meter ist das Ziel. Wie groß er dann ist, sehen wir dann, wenn er kommt. So, wir haben einen dran, richtiger Volleinschlag. Wir haben gerade Köderfarben gewechselt. Hier jetzt auf die schockige, auf die grüne Ranky und auf die Waterwolf. Richtig geil und der zieht richtig gut, da ist richtig Druck drauf. Schau, wie die abgehen, siehst du das? Unfassbar, da ist richtig Druck drauf. Da hinten kommt er hoch, der sieht nicht schlecht aus. Pass nur auf, der haut hier nochmal ab. Boah, der ist glaube ich sehr groß, ja. Pass nur auf. Boah, da ist Druck drauf. Ja, das ist ein großer Fisch. Ich sehe das schon. Das ist der 100 Pro der Meter. Ja, also wie der da oben war, glaube ich, ist der richtig gut. Boah. Also das, was ich gerade so Schwanzflosse... Oh, der ist groß. Oh, der ist... Oh, da sieht man die Ranky. Das war auch ein krasser Biss, der ist richtig reingeknallt. Und als ich gerade gelegen bin. Er ist schwer. Er ist richtig schwer. Boah. Sagen wir mal, dass er ihn nicht noch ausspuckt, aber ich glaube, der hängt richtig gut. Bremse auf ein bisschen. Haben den Motor an, damit der Druck auch aufrecht bleibt. Bremse habe ich jetzt schön locker, dass er noch mal ziehen kann oder mit dem Kopf schlagen kann, wenn es ist. Ich glaube, der hat sich sogar ins Vorfach eingewickelt. Denkt schön. Oh, der ist gut, Leute. Oh, der ist gut. Boah, der hat ihn ja voll inhaliert. Ja. Kommt er da gerade an der anderen Seite an. Ah. Der könnte ihn haben. Ich bin mir sehr unsicher. Oh, das ist ein guter Fisch. Der hat ihn, glaube ich. Ja, der hat ihn. Yes. Alter Schwede. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich auch. Was eine Murmel. Jawohl. Hol den mal hoch. Vom Gewicht her. Okay. Ja, wir holen ihn mal rein und melden uns dann gleich wieder. So, da ist er. Unser Ziel mit dem ersten Hecht schon erfüllt. 1,01 Meter, also den Meter genau erwischt. Mein erster Meter der Saison. Nachdem die letzten beiden 96er meine Größen der Saison mit dir gingen. Jetzt auch noch ein Meter. Wahnsinn. 10 Minuten mit der Grünen geschleppt. Hast gut gemacht. Und da ist er reingeknallt. Ja, ich würde sagen, du hast gut gefahren. Vielen Dank.
wunderbarer Hecht in der schönen Abendstimmung. Mal sehen, was der Tag noch bringt. Also, Green Inferno, vor 10 Minuten hingewechselt, wie schon so oft diese Saison, kurz nach dem Köderwechsel, der Fisch. Richtig geiler Einschlag, mit der Waterwolf davor, wirklich der Hammer. Auf die schockige Farbe, das hattest du ja schon so ein bisschen im Gefühl. Ja, also wie gesagt, schon die ganze Saison, je klarer das Wetter ist und je stiller die See, desto mehr fangen die schockigen Farben, entgegen eigentlich allen Regeln, die man immer hört. Und ich bin jetzt auch kein Fischbiologe, aber ich kann nur aus Erfahrung sprechen, diese schockigen Farben, Ranky One in Green Inferno oder in Funky Blue oder auch die Spotted Orange, die fangen halt extrem gut an diesem Gewässer. Ja? Und woran das liegt, ob der Fisch aggressiv ist oder die besser wahrnimmt, ja? Weiß ich nicht. Uns freut es nur, dass es funktioniert. Ja, wir haben jetzt wieder ausgebracht, das war jetzt echt der Wahnsinn. Also wirklich vom Roman im Prinzip auf Ansage. Er hat uns hier an Starnberger See eingeladen, hat gesagt, er hat super gefangen, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und ja, wir fahren keine 2 Stunden und haben das Ziel für dieses Video auch schon erfüllt. Riesen Dank an dich schon mal. Absoluter Hammer. Wie gesagt, heute an einem absolut klaren Tag trotzdem auf die Schockerfarben gefangen. Mitten im Freiwasser, also noch anders als im ersten Video hier am Starnberger See, wo wir ein bisschen näher am Ufer bzw. ein bisschen flacher unterwegs waren. Ja, also komplett anders, mitten im Freiwasser, aber ja, ein typischer, wie ich so gerne sage, im Freiwasser stehender Großhecht. Und da ist er endlich. Und ja, gibt es noch irgendwas von dir dazu man muss natürlich schon erwähnen, nicht, dass das jetzt den falschen Eindruck erweckt. Es ist natürlich immer schön, so ein Ziel vor Augen zu haben, aber es ist mit absoluter Sicherheit kein Standard hier. Sie sind zwar da, die Freude ist jedes Mal unermesslich groß, so einen Fisch rauszuziehen. Ja. Und das hat natürlich auch immer mit einer Portion Glück zu tun. Man muss das Gewässer natürlich auch ein bisschen kennen und sich mit der ganzen Materie beschäftigen, weil nur 2 Köder raushängen oder 4 Köder raushängen, Motorrad losfahren, das tut's nicht. Seht ihr ja bei uns die meiste Zeit des Jahres. Also wie gesagt, erster Meter für mich. Im letzten oder vorletzten Video, in einem der letzten Videos, den ersten Meter für den Melvin. Also Meter ist für uns nochmal was viel Besonderes als für dich. Also du hast ja dieses Jahr schon richtig produziert. Für uns der erste, für mich der erste Meter. Also echt Hammer. Ich bin sprachlos. Was man hier auch als kleinen Tipp geben könnte, wenn ihr gerade angefangen habt mit dem Schleppen und euch unsicher seid, wie weit die Schnur rausgeht, wenn ihr sie rauslasst und jetzt keine Digitalrollen benutzen wollt oder dergleichen, kauft euch einfach eine farbige Schnur, die wechselt alle 10 Meter ihre Farbe und während ihr rauslasst, könnt ihr genau mitzählen und wisst, okay, die hinteren Routen sind jetzt ungefähr 40 Meter, 50 Meter raus und die rechten sind dann 30. Und so könnt ihr euch natürlich auch sicher sein, dass die Schnüre sich nicht verfangen miteinander oder die Renken auch wirklich gut laufen. Mhm. Natürlich, wenn ihr Kurven fahren wollt, 180 Grad, also eine Komplettkurve, holt die Routen lieber ein, dreht und lasst neu raus, weil es wäre ja schade, wenn ihr hier Stunden rumfahrt und die Köder laufen nicht richtig mit. Wir einen richtig, richtig extremen Einschlag gerade. Es fühlt sich an wie ein richtig großer Fisch. Da hinten kommt er. Alter. Der fühlt sich sehr gut an. Der hat auch gut reingeschlagen. Bleibt unten. Oh ja. Komm, zeig dich. Wieder auf die Waterwolf. Schaut. Und auf die Trout, ich pack's nicht. Ach, und da haben wir ihn, jawohl.
Tag 2 hier am Starnberger See geht jetzt los. Heute ist das Wetter ein bisschen anders. Heute ist es bewölkt, deutlich kühler. Es ist nicht so heiß wie beim letzten Mal. Von unserem Gefühl her eigentlich die besseren Bedingungen. Viel besser. Schauen wir mal, ob die Hechte das auch so sehen und ob sie durch den Wetterumschwung, der jetzt vor 2 Tagen kam, ein bisschen in Fresslaune gekommen sind. Und ja, Ziel ist ab jetzt natürlich 1,10 Meter plus, weil meine Bestmarke liegt aktuell bei 1,10 Meter. Also 1,11 Meter wäre schon der Hammer. Aber jeder große Hecht wird natürlich gerne genommen und auch jeder kleine Hecht, der kennt uns ja. Wir haben einen dran, der fühlt sich echt gut an, der fühlt sich echt schwer an, der zieht richtig, richtig gut Schnur. Boah, Alter, der ist richtig groß. Sieht man auch. Der ist richtig eingeschlagen, boah, der fühlt sich echt super an. Ui, Leute, boah. Alter Schwede, das hat noch nie ein Hecht bei mir gemacht. Vielleicht ist es keiner. Vielleicht ist es ein Wels oder so. Zander. Meter Zander. Meter Zander, ja. Ich lasse die Bremse extra ein bisschen lockerer. Boah, da ist richtig Druck drauf. Ich habe jetzt nur keine Lust gegeben. Oh Leute, ich glaube, das ist ein richtig guter Fisch. Jetzt warten wir mal, bis der Roman die Ruten aus dem Wasser hat, dass wir uns ein bisschen drauf konzentrieren können auf den Fisch. Boah, der zieht schon wieder. Wahnsinn. Alter, was ist das für ein Fisch? Der zieht immer noch. Das kann doch kein Hecht sein. Ja, das kann kein Hecht sein, Leute. Das ist irgendwas Perverses. Oder ein Wels oder sowas, keine Ahnung. Ruten sind alle drin. Super. Ungelogen, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. So, da, Fahrer. Was hast du gesehen? Da ist er. Aber ich weiß nicht, ob es ein Hecht ist. Aber ein Wels ist nicht an der Oberfläche. Nee. Boah, durch den ärgsten Regen schon wieder durch. Ja, das Power drauf, gell? Das ist richtig. Der hat richtig gezogen und der zieht auch zwischendurch. Also das ist nicht so, ich hänge mich rein und lasse mich mitziehen. Jetzt ziehen wir uns gerade, glaube ich, zu ihm hin. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht den Druck wegkriege. Ziehe ich wirklich kurbig einfach durch. Bin jetzt echt gespannt, was ich bin so gespannt, ich bin auch ganz so nervös. Bleibt doch unten, gell? Der bleibt unten, das ist ein richtig guter Fisch, Leute. Bei einem Wetter, wo wahrscheinlich kein anderer rausgefahren wäre. Oder weniger. Spannend hier. Richtig spannend gerade. Da kommt was. Was der Hecht. Ein guter Hecht, oder? Ein guter Hecht. Oh ja. Oh ja, der hängt da hinten schön drinnen. Yes! Okay, also nicht so ganz der Riese wie gedacht, aber der ist auch richtig amtlich. Und der hat echt, glaube ich, den besten Hechtdrill gegeben, den ich würde fast sagen, in meinem Leben hatte. Wahnsinn! So, Roman, da hat es dann geklappt. Auf die Green Inferno Ranky wieder. Haben uns heute ein bisschen schwer getan, aber wieder nach dem Regen kam der Biss. 90 cm hat der Gute. Im Drill dachte ich echt, dass wir über 1,10 Meter, über 1,20 Meter bis zum Wels gehen. Da dachte ich an alles. Ja, die haben Power. Ja, also der beste Fighter, den ich je in meinem Leben hatte in Sachen Hecht. Richtig schöner Fisch. Nach diesem Hecht, der wirklich gekämpft hat wie ein Weltmeister, sollte dann leider nichts mehr gehen an diesem regnerischen Tag. Wir sind dann noch ein bisschen nass geworden und dann reingefahren und haben es dann an einem neuen Tag mit besserem Wetter noch einmal probiert. Tag 3 bricht jetzt an hier am Starnberger See. Wir sind schon seit ungefähr 45 Minuten draußen, hatten schon einen Fehlbiss auf die graue Ranky, also auf meine Lieblingsfarbe. Sind jetzt schon mal umgedreht, fahren jetzt den See wieder hoch und hoffen, dass wir euch jetzt dann auch den ersten Hecht
hier an Bord zeigen können. Ja, zu diesem Zeitpunkt wusste an Bord natürlich noch niemand, was für eine Chance uns gerade durch die Finger geglitten war. Der Wels scheint die Haken an der Ranky knapp verpasst zu haben und hing deswegen nicht richtig. Wir schätzen ihn auf ungefähr 1,20 Meter bis 1,40 Meter. Es wäre auf jeden Fall ein richtiger Ausnahmefisch gewesen, aber so ist es beim Angeln halt manchmal. Es hat uns auf jeden Fall einmal mehr bestätigt, dass die Welse hier bei uns in den großen Alpenseen auch aktiv im Freiwasser auf Ränken jagen. Trotz oder gerade wegen dieses wunderbaren Wetters haben wir uns etwas schwer getan. Die Fische waren recht zickig, deswegen hatten wir auch einen Fehlbiss und es sollte etwas dauern, bis dann mal einer hängen blieb. So, nach ein paar harten Stunden mit bis jetzt 3 Fehlbissen haben wir jetzt den ersten Fisch, der auch hängen geblieben ist. Sind gerade wieder eine Kurve ins Tiefe gefahren und da ist er reingeschlagen. Wieder auf die Waterwolf und dieses Mal sogar auf die lilane Ranky. So sieht es nicht unbedingt nach dem Riesen aus, aber auf jeden Fall ein super Motivationsfisch. Kommt dahin schon angecruised. Zu zweit, ihr seht, heute ist Melvin nicht dabei, es ist gar nicht so leicht mit dem Filmen und Bootfahren und allem drum und dran. Bedingungen sind jetzt wieder richtig gut geworden, ist jetzt wieder leicht bedeckt geworden und Wind kam. Und ja, da sollte jetzt dann auch der erste Hecht gehen. So, da haben wir ihn also. Was wir da haben, vielleicht, wenn wir optimistisch müssen, 70 cm, 65, 70. Egal, Motivationsfisch auf die Pinke, trotzdem ein schöner Hecht. Nach diesem Fisch hatten wir dann natürlich Blut geleckt. Und da die Hechte sich aufgrund der warmen Temperaturen anscheinend etwas tiefer aufhielten, hatten wir auch einen Downrigger draußen. Auf diesen Downrigger sollten wir dann tatsächlich auch noch einen Biss bekommen. Leider haben wir zu lange gebraucht, um Druck auf den Fisch zu bekommen. Und so ist er abgegangen, bevor wir ihn überhaupt richtig im Drill hatten. Eine ganz coole Sache, die uns über die Trips hinweg immer wieder aufgefallen ist, ist, dass immer wieder Lauben als Einzelfisch oder als Schwarm um die Ranky und hinter der Ranky hergeschwommen sind. Ob das daran lag, dass die sie als Schwarmmitglied oder als Konkurrenz gesehen haben, wissen wir natürlich nicht, aber es zeigt einmal mehr, wie realistisch dieser Köder aussieht. Und obwohl wir trotz schlechter Wettervorhersagen doch nochmal Glück hatten und einen richtig schönen Tag am See erleben durften, hatten die Hechte nicht mehr so wirklich Lust zu fressen oder standen eventuell schon zu tief. Wir hatten also leider keinen Biss mehr an diesem Tag, aber eine kleine Überraschung sollte es trotzdem noch geben. Ja, unsere kleine Reihe an Trips hier am Starnberger See geht jetzt langsam zu Ende. Wir werden noch eine letzte Strecke jetzt schleppen, mal schauen, ob noch ein Hecht geht. Allerdings haben der Roman und Fishing Ghost noch eine kleine Überraschung für euch Real Fisher. Und zwar gibt es noch etwas zu gewinnen, und zwar 4 Rankies. Ja, über den Verlauf der Trips, die wir jetzt gemacht haben, wurde die Ranky nochmal überarbeitet. Unter anderem wurde das Stahlvorfach, das dran ist, deutlich verbessert. Die Klemmhülsen, also die Kleinteile, einfach hochwertiger gemacht. Die Farben wurden überarbeitet, sehen jetzt ein bisschen natürlicher aus. Die Gummimischung ist jetzt neu überarbeitet worden. Und eine zweite Tauchlippe wird mitgeliefert, weil wie ihr wisst, bei der Ranky kann man die Tauchlippen austauschen oder wenn er sich mal festsetzt irgendwo, verliert ihr den Köder nicht, sondern nur die Tauchlippe und da habt ihr jetzt noch eine zweite dabei. Der Hauptpreis wird die Ranky in der Farbe Purple Lady sein, also in diesem Lila, eine richtig coole Farbe, Special Edition, also das wäre natürlich schon ein cooler Preis. Und außerdem gibt es dann noch 3 von den anderen Farben zu gewinnen. Was müsst ihr tun, um eine Chance zu haben, eine der Rankys zu gewinnen?
Naja, wie ihr wisst, wir sind nicht das erste Mal am Starnberger See. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, wie groß der erste Hecht dieses Jahr für mich am Starnberger See war. Kleiner Tipp, wenn ihr euch jetzt fragt, von was spricht er, schaut euch mal das Video hier oben in der Infobox an. Außerdem müsst ihr natürlich Abonnent von Real Fishing sein, soll ja ein Dankeschön an euch Viewer sein. Und ihr könnt das Video sehr gerne liken, da würden wir uns sehr drüber freuen. Unsere Trips hier am Starnberger See gehen jetzt zu Ende. Heute hatten wir noch mal einen richtig zähen Tag. Es ist wie gesagt Mitte Oktober. Wir hatten noch mal große Hoffnungen, aber ihr kennt es. Manchmal ist es beim Angeln wie verhext. Da kann man mit so schönen Ködern fischen, wie man mag. Die Fische, wenn sie nicht fressen, dann fressen sie nicht. Wir hatten dennoch eine mega Zeit hier am Starnberger See. Danke auch noch mal an dich, Roman. Gerne, war super. Meinen einzigen und ersten Meter der Saison haben wir erwischt. Noch ein paar richtig schöne Fische. Ich denke da noch an den 96er, der echt einen Wahnsinnsdrill gegeben hat, wo wir, glaube ich, beide auf deutlich über einen Meter getippt hatten. Aber ja, war wirklich mega Trips, die wir hier hatten. Schön auch mal in der kürzeren Zeit mal aufs Wasser zu kommen und am Abend noch einen Fisch zu fangen. Und ja, wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ihr konntet vielleicht noch ein, zwei Sachen lernen, ein paar Tipps abgucken und habt euch auf jeden Fall unterhalten gefühlt. Wenn euch so ein Style von Videos gefällt, also so ein Zusammenschnitt von mehreren Trips, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, dann sehen wir das, dann machen wir sowas in Zukunft öfter und versuchen sowas auch über einen längeren Zeitraum mal aufzunehmen. Das heißt natürlich, dass solche Videos nicht so häufig kommen, weil einfach viel mehr Zeit drinnen steckt. Wenn ihr mehr Angelvideos sehen wollt, mehr Videos vom Starnberger See, mehr Videos mit Fishing Ghost, mehr Videos vom Hechtschleppen, dann abonniert uns, aktiviert die Glocke, um keinen Upload mehr zu verpassen. Dann vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Alle Infos stehen auch mal unten in der Videobeschreibung drinnen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus!